Hä, es ist schon 1 Uhr morgens, aber das funktioniert trotzdem. Kann ich dir helfen? Nein, kannst du nicht. Bin aber gleich fertig. Die Ruffin haben mein Baby richtig zerfickt. Hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Als ob hier so wenig Loot. Lass mich raten. Pappige Sojachips, frostiges Leitungswasser. Wer war hier nicht gerade noch ein Loot-Symbol? Okay. Und du? Hast du gut geschlafen? Ich glaube, du hattest Albträume. Hast ein paar Mal geschrien. Wirklich? Mach dir nichts draus. Ich bin's gewohnt. Als Mitch und Scorpion aus dem Krieg zurückgekommen sind, haben sie sich jede Nacht im Bett gewälzt. Monatelang. Irgendwann legt sich das. Mhm. Wollen wir es hoffen. Ist dir was Gutes eingefallen? Für Hellmann, meine ich. Was sehr Gutes. Ja. Pass auf. Okay, ich höre. Der Schraubenschlüssel sind wir. Der Cutter ist der AV. Und da, wo der Schraubenzieher ist, muss der AV abstürzen. Du fragst dich sicher, wie wir ihn dazu bringen. Etwa mit deinem Geschütz? Das kommt woanders zum Einsatz. Damit verpassen wir so einem gepanzerten AV nicht mal eine Delle. Aber es gibt eine andere Lösung. Hier, die Klemme. Das ist ein Satellitenkraftwerk. Warum holen wir den AV genau an der Stelle runter? Sobald er auf dem Boden ist, müssen wir ihn orten und das Ziel mitnehmen. So schnell wie möglich. Und das Terrain da ist typisch kalifornische Wüste. Flach, trocken und leer. Da sind sie uns ausgeliefert. Satellitenkraftwerk? Willst du ein EMP verwenden? Bingo. Aber wie? So einen Impuls können wir nicht gezielt erzeugen. Wetten das doch. Wir fahren zum Kollektor, brechen ein, überschreiben die Kontrollsysteme und heben die Beschränkungen auf. Sobald der AV in Reichweite ist, lösen wir einen elektromagnetischen Turbopuls aus. Sollte die AV-Systeme durchknallen Sprich, lassen. Antrieb, Navi-Systeme. Und Kommunikation. Zappenduster mit einem Schlag. Die haben keine Chance. Bist du nicht etwas zu optimistisch? Woher wissen wir, dass der AV über das Kraftwerk fliegt? Wissen wir nicht. Das macht aber nichts. Wirst schon sehen. Wird ein ziemliches Abenteuer, aber du wirst es nicht bereuen. Ich habe alles genau geplant. Okay. Na gut, dann los. Ja, spring rein. Ist kalt. Wem gehört das Kraftwerk? Regierung oder Konzern? Macht das einen Unterschied? Wer kontrolliert denn bitte die Regierung? Ich will nur wissen, wem wir gleich auf den Schwanz treten. Wie? Sieh dich um. Es ist simpel. Alles, was du siehst, gehört einem Konzern. Du machst den Konzern gerne Ärger. Wie kommst du denn auf die Idee? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege... Rogue, Nash, die Ruffin... Ganz dünnes Eis, wie? Dein Hass kennt keine sozialen Grenzen. Na, dann kannst du froh sein, dass ich auf deiner Seite bin, oder? Allerdings. Ganz anderes Thema. Was ist das Abgefahrenste, das du je geschmuggelt hast? Ha? Also ich? Ich musste mal einen echten Lego anschmuggeln. Ernsthaft? Ja, ganz am Anfang. Einen Lebenden? Ja, er war im Tiefschlaf in der Kühlbox. Warum auch immer. Jedenfalls habe ich einen Arsch voll Geld dafür bekommen. Und? Kannst du das toppen? Den stellvertretenden CFO von Kaukas. Ha. Gleichstand, würde ich sagen. Tot. Im Kofferraum. Na gut. Du hast gewonnen. Wir sind fast am Damm. Legen wir einen kurzen Stopp ein. Sinken wir dich mit dem Geschützturm. Ich will, dass du das Geschütz benutzen kannst. Das verbessert unsere Chancen. Okay. Verbinde dich. Wie verbinde ich mich? Direct Link? Wie sonst? Die Buchse spinnt ein bisschen. Musst manchmal etwas rumwackeln. Bin verlinkt.
Moment. Erst eine Diagnose. Scheiße, ich krieg ständig eine Fehlermeldung. Seltsam. Muss was anderes versuchen. Und hier, Panam, hier kommt Johnny. Mitten im verfickten Nirgendwo. Gute Arbeit. Hey, ich glaube, dein Implantat hat einen Virus. Das in deinem Nacken. Ich habe einen Bioprozessor im Kopf, der unabhängig von mir arbeitet. Wahrscheinlich hat dein Diagnoseprogramm das abgefangen. Mhm. Okay. Aber durch den Direct Link fließen keine Daten raus. Dein Wagen ist sicher. Na gut, ich glaub dir. Ich weiß, du baust keinen Scheiß. Ich nicht, aber... Okay. Johnny? Wird schon schief gehen. Siehst du den Haufen Müll da? Feuer einen kurzen Feuerstoß drauf ab. Ich übernehme die Kalibrierung. Gut. Nächstes Ziel. Einzelschuss. Was ist das nächste Ziel? Immer noch der? Hey, wenn du vor dich hinträumen willst, mach das bitte nach dem Kalibrieren. Was zur Hölle ist mein Ziel? Ach so. Okay, ein letztes Mal. Schieß etwas länger. Sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Na, also war doch gar nicht so übel. Und? Wo ist dieses Kraftwerk? Wirst du gleich sehen. Ich kenne eine Stelle, von der wir einen guten Überblick haben. Will nur sicherstellen, dass hier sonst niemand ist. Du sabotierst ein Konzernkraftwerk, überfällst einen Konzerntransport, entführst einen Konzerner. Wirst du dich selbst gern Konzern sagen oder willst du auf was hinaus? Weißt du was? Du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst. Vor 50 Jahren. Ohne das Charisma. Und den riesigen Schwanz. Vielleicht können wir miteinander auskommen. Vielleicht ist da was dran. Was uns passiert ist, muss einen Effekt gehabt haben. Du bist mir ähnlicher, als du denkst. Wirst schon sehen. Das ist aber nichts Einseitiges. Vielleicht wirst du mir immer ähnlicher. Auf keinen. Wenn du gehst, nimm deinen Schatten mit, okay? Okay, das Fahrgeräusch ist ein bisschen anstrengend. Das Geräusch vom Geschützturm auch, dieses mechanische. Aber müssen wir jetzt durch. Alles klar. Die Gegend sieht völlig leer aus. Keine Patrouillen. Das große Teil da ist der Kollektor. Und siehst du diese Antennen? Jede Antenne empfängt Mikrowellenenergie von Satelliten im Orbit. Die werden dann in Strom umgewandelt. Versorgt das Kraftwerk die ganze Stadt mit Strom? Echt jetzt? Wer weiß das schon? Dann finden wir es gleich raus. Warum auch immer da unten rechts das Überspringen-Zeichen so flackert. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Die Antennen laufen die Schnellstraße entlang. Wenn wir eine Kettenreaktion im Kollektor auslösen, wird jede Antenne einen gewaltigen Impuls freisetzen. Und unser AV fliegt genau in unser Netz. Wir müssen den Impuls nur im richtigen Moment auslösen. Holen wir das Teil. Sobald wir am Kraftwerk sind, überlädst du die Systeme. Ich kümmere mich um einen Umgehungslink für den Zünder. Warum fange ich nicht mit den Transformatoren an? Bringe die Grundspannung durcheinander. Der Rest sollte dann schneller gehen. Keine schlechte Idee. Allerdings... Ja, ich weiß, die Konverter. Aber die sollten kein Hindernis darstellen. Ich fahre einfach alles über das Maximum hinaus hoch. Ich glaube, wir verstehen uns. Und was jetzt? Jetzt warten wir. Sollten unsere Ankunft auf dem Flugplan des AV abpassen. Läuft. Und los geht's. Hast du sowas schon mal gemacht? Einen AV runtergeholt? Alleine? Nein. Warum fragst du? Ich dachte, sowas hättest du mit deinem Clan schon mal gemacht. Nein. Wir haben mal ein Clanmitglied aus einem Konvoi befreit. Aber sowas wie das hier... Das Risiko ist viel höher.
Vermisst du es nicht? Was? Jobs wie diesen hier? In einem Clan zu sein, zu einer Familie zu gehören. Könnte ich dich genauso gut fragen. Wie fühlst du dich so ganz alleine? Nein, das ist Vergangenheit. Außerdem denke ich nicht gerne über Sachen nach, die sich nicht ändern lassen. Zeitverschwendung. Ich wünschte, ich könnte einen Schlussstrich ziehen. So wie du. Außerdem habe ich Johnny. Part überspringen. So, ab zum Ziel. Okay, wir sind bald da. Ein letztes Mal. Wir fahren rein, bringen das System zum Absturz und verschwinden. Halt dich fest! Könnte etwas ruckeln! Bist du bereit? Nein. Okay. Okay, ich bin bereit. Wir schießen auf alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ohne! Die erledige ich. Mach lieber schnell, ich hier fest! Was denkst du, was ich mache? Versuch's besser! Ist nicht laut oder so. Waren das alle? Mhm, aber wir müssen uns beeilen. Steuerung suchen. Ich verbinde den Zünder. Schnell wie! Oh nein, nicht schnell! Oh shit! Scheiße. Ich glaube, wir haben es übertrieben, Panam. Verkraften. Siehst du das? Leuchtet und blinkt wie ein Feuer. Ja, können wir jetzt aus. Da hast du's, Mädel. Yeah. Hauen wir ab, bevor es uns auch durchknallen lässt. Ich voll dafür. Du musst raus da, bevor der Chip kaputt Danke geht. Danke für den Hinweis. Ich wollte gerade meine Picknickdecke ausbreiten und mich für ein schönes Sonnenbad. Ich mein's ernst. Pass auf, die nächste Welle könnte... Johnny? Johnny? Verdammte Scheiße. Johnny macht sich Sorgen. Okay. Ich bin okay. Ja. Es ist okay. Ja. Jetzt. Verpiss dich von hier! Vielleicht nicht der sauberste Job, aber immerhin. Was ist mit dem Zünder? Hat es geklappt? Ja, hat geklappt. Das Signal bleibt auch stabil. Wir müssen nur weit genug wegfahren, damit uns der Impuls nicht auch umhaut. Diese Klippe, dorthin. Von da haben wir die Antennen im Blick. Eine Klippe. Okay. Klippe ist immer gut. Hier. Wollte schon immer mal so einen fetten roten Knopf drücken. Woher wissen wir wann? Keine Sorge, ich habe alles kein im roter Blick. Knopf. Warte einfach auf mein Signal und löst dann den Impuls aus. Die werden aus allen Wolken fallen. Und übrigens... Was ist, wenn ich dann nicht drück? Wir schießen gleich Kang Tao-Eigentum im Wert von Millionen aus dem Himmel. Wie fühlt sich das an? Wir haben nur eine Chance, Panam. Wir dürfen das nicht vermasseln. Keine Sorge. Was ich anfange, bringe ich zu Ende. Immer. Merkst du das? Was? Wie ruhig es ist. Das Summen der Stadt. All die Stimmen und Gerüche. Alles weg. Der Wind verstärkt es noch. Hat es schon vergessen, was Stille ist. Mhm. Obwohl, vielleicht nicht die Gerüche. Ich meine, die Kojoten... Schwer zu überriechen. Dachte, das wäre der Duftbaum in deinem Thornton. Haha, leck mich.
Konzentrier dich besser auf den AV. Halt die Augen offen. Mach ich. Habe ich die Option jetzt nicht zu drücken? Ich wüsste gern, was dann passiert. Mal gucken. Da ist er! Kommt aus Pacifica! Alles klar. Halt dich bereit. Noch eine Sekunde. Noch eine. Jetzt! Fuck, wie? Wach auf! Scheiße, was ist los? Volltreffer! Ich war's nicht. Panam, die Motoren laufen noch. Scheiße, sie entkommen. Die gehen nirgendwo hin. Wir müssen los. Nur einen Moment. Panam, was soll das werden? So macht man das. Er verliert an Höhe. Wir haben den Bastard. Holen wir ihn uns. Ja, der muss schon noch leben. Nach diesem Knall kann der sich nicht in der Luft halten. Wir werden landen oder abstürzen. Hast du das mitbekommen? Nova, AV, ungekennzeichnet. Verliert an Höhe. Mitch, Scorpion, Scheiße, was machen die hier? Den Generatoren. Folgt dem AV, ich komm gleich nach. Mitch, Scorpion, Panam. Bleibt weg von dem AV. Wiederhole, nicht dem AV nähern. Unterwegs. Wird die Party wohl ohne dich anfangen. Das ist Kantau. Wartet auf mich. Oder verpisst euch am besten! Sie wollen den Überlebenden helfen! Aber das sind Konzerne! Sie hören mich nicht! Der Impuls blockiert mein Signal! Scheiße! Ich habe drei auf dem Radar! Drohnen! Ja, mach dich bereit! Sie wollen uns aufhalten! Lassen wir sie aber nicht! Wir müssen zu Mitch und Scorpion! Hinter dem Hügel! Okay, eine Sorge weniger. Ach, Scheiße. Panam, bist du verletzt? Nee, bist du nicht. Der Schläger. Kommst du klar? Ich komm schon durch. Keine Sorge. Hey Mann, wo bist du? Hallo? Ja, geil. Einfach Gott, weiter auf einer offenen Frequenz labern, damit sie euch garantiert bemerken, was? Ich werd nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht. Hast du diese Schüsse gehört? Wie, ihnen ist was passiert? Wir checken das. Ich sehe das Wrack, aber weder Scorpion noch Mitch. Abgelaufen. Scheiß drauf. Ich hätte vielleicht noch eins gehabt. Vielleicht. Wie? Verbinde dich mit der Drohne. Wir scannen das Areal. Wir brauchen einen Lagebericht. Los geht's. Verbindest du dich mit der Kamera? Mhm. Wie? Wenn sie die Aldecaldos haben. Mitch und Scorpion, ich kann einfach nicht. Ich weiß. Verbunden. Habt die Kontrolle. Oh nein. Tut mir leid. Ein Clan? Ja. Aldecaldos. Sie sind tot.
Alle. Was, wenn sie... Keine Sorge, das kann man so nicht sagen. Da sind 5 Kranks auf Patrouille. Wie kann ich zoomen? Stinkende Konzernraten. Wir haben einen Raketenwerfer. Der zerfetzt uns, wenn wir zu nah kommen. Mitch! Er lebt! Sie haben ihn! Werden wir den irgendwie los? Vielleicht. Aber dafür müssen wir ihn erst erreichen. Warum ist hier immer noch ein Scan-Symbol? Das ist Loot. Ich keine Ahnung, wo die Drohnen sein sollen. Hallo Julia, schönen guten Abend. Hätte ich sie warnen können. Das ist alles meine Schuld. Warum zur Hölle mussten sie dem AV folgen? Diese Idioten. Hey, wir haben Mitch gesehen. Sicher haben sie auch Scorpion. Wir holen die beiden da raus. Falls sie noch leben. Sie leben. Alles wird gut, okay? Vorsicht, der Raketenwerfer zerfetzt uns, wenn wir uns nähern. Ich habe folgenden Plan. Du bleibst im Auto und ich... Mach mal halblang, kommt nicht in Frage. Ich komme mit, das sind meine Leute. Panam, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Du bist verletzt. Warte im Auto, ich versuche den Raketenwerfer auszuschalten. Ich... Na gut. Ich habe noch Mitchs Gewehr. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Gute Idee. Also los. Wo genau ist der Geschützturm? es könnte jetzt ein riesen Debakel geben. Ach da. Das ist halt rückverfolgbar, ne? Das ist ein bisschen... Wow, das macht auch einfach gar keinen Schaden. Okay, das war... Besser als gedacht. Ich sehe meine Gegner nicht mal.
Ja, wo ist da einer? Ich kann den nicht mal hacken. Wie gibt mir eigentlich Panam gerade Deckung? Wie genau kann mir das jetzt vorstellen? Ich hoffe, ich darf dann hier looten. Stopp! Wer schießt hier auf mich? Da oben? Ja, okay, aber... Da schießt doch noch jemand auf mich. Sind doch nicht die... Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich auf den einfach schießen kann. Das bringt mir nämlich, glaube ich, nichts. Muss ich dort ran? Ich muss dort an den Bildschirm, glaube ich. Ich kann keine Quick Hacks benutzen.